Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, heute zu einem leckeren Pasta-Gericht, aber schon sehr speziell, und das ist von Food with Love. Und das kann man natürlich auch mit gekaufter Pasta machen. Also, aber ich mache heute hier meine, ja, sind das Tagliatelle oder etwas schmalere Bandnudeln. Also, oder ja, ich weiß nicht, wie man sie genau nennt. Auf jeden Fall, die nehme ich sehr gerne. Und wie gesagt, den Pasta-Maker muss man nicht nehmen. Bei mir geht es jetzt auch nur ganz schnell. Ich habe ja auch schon vorbereitet. Da sind schon 500 Gramm Semola drin. Und hier ist ein Ei. Das hatte 55 Gramm. Und ich habe es aufgefüllt auf 190 Gramm Flüssigkeit. Anstellen auf 2 und das 15-Minuten-Programm. Und ich gebe die Flüssigkeit hinzu. Und da muss ich noch zu sagen, also das Wasser, das habe ich wieder hier in meinem Wasserkocher erhitzt auf 40 Grad, ja 40, 45, das zeigt ja auch immer nicht so genau an. Also nicht zu heiß, da würde ja sofort das Ei sonst stoppen. Ja, und wie immer ist hier auch ein bisschen, also ich messe das genau ab und dann läuft doch noch wieder irgendwie was runter, ja. Und wenn es dann gleich losgeht hier mit meinen Nudelauswurf, habe ich hier meinen Spatel, den ich wirklich nur total empfehlen kann, weil der ist so richtig scharf und da kann man so super das abschneiden. Also mit dem Messer geht es natürlich auch, aber damit geht es noch viel, viel besser. Und wie immer ist es am Anfang noch sehr gezackt, deswegen ich lasse einfach erstmal laufen, bis die Zacken weniger werden und dann kommt das halt einfach nochmal rein und ja, das ist aber wirklich nur eine Sache vielleicht von 2, 3 Minuten. Einfach jetzt erstmal laufen lassen und man sieht auch schon, wie die Zacken nicht mehr so stark sind wie am Anfang. Also am Anfang sah es ja so aus. Bei mir sind jetzt genau 2 Minuten rum und jetzt ist das schon nicht mehr so zackig. Jetzt schneide ich es hier ab und das kommt jetzt einfach nochmal hier rein. Dann geht es bei mir jetzt mit der richtigen, ja, Tagliatelle. Ich nenne sie jetzt einfach Tagliatelle. Ich glaube, von der Breite kommt das noch hin. Und das lasse ich jetzt immer so lange laufen, bis ich so die gewünschte Länge habe. Also nicht zu lang, dann ist das ja immer ein bisschen problematisch beim Essen. Aber zu stumpig mag ich es auch nicht. Deswegen. Ja, das ist jetzt ungefähr genau für mich die richtige Länge. Ja, und die lege ich mir in Nestern jetzt hier auf den Teller. Ja, und das mache ich jetzt mit allem. Und ja, ungefähr 10 Minuten, dann bin ich hier auch schon fertig. Und ja, ich finde, das macht gar keine Arbeit. Und ja, ich liebe meine selbstgemachte Pasta. Die Pasta ist fertig. Ich musste dann nur noch mal dieses 3-Minuten-Programm starten lassen. Einfach weil ich ja am Anfang immer es erst laufen lasse, dann wieder reinschmeiße. Das waren 2, 3 Minuten und das fehlte mir dann hinten raus. Also eigentlich das 15-Minuten-Programm hätte gereicht, aber weil ich es halt nicht so zackig haben wollte. Und wie man sieht, es gibt dann auch immer farbliche Unterschiede. Da wird, also das habe ich auch in der Facebook-Gruppe schon oft gelesen, dass da die Frage aufkommt, warum sind die letzten immer viel heller als die ersten? Ich bin nicht so schlau, dass ich es jetzt wüsste, aber da gab es Erklärungen, die für mich auch logisch klingen. Und zwar, das wird ja mit ganz dollem Druck durch den Pasta-Maker durchgedrückt. Und umso weniger Teig dann da ist, desto weniger ist der Druck und dadurch ist die Farbveränderung. Also, wie gesagt, nicht auf meinem Mist gewachsen, aber ich glaube, könnte schon gut hinkommen. Also, die Pasta ist schon mal fertig und die muss auch wirklich nur 2 Minuten gekocht werden. Also kann ich die jetzt erstmal zur Seite stellen. Jetzt erstmal geht es mit dem Chicken, Crispy Chicken. Bei mir natürlich veganes oder vegetarisches hätte ich ja auch genommen, aber ich habe da veganes und ja, wenn ihr Fleisch esst, immer bedacht, dass Hühner ganz entzückende Tiere sind, also überhaupt Tiere ganz entzückend sind. Ja, probiert es doch einfach vielleicht mal aus. Ja. Und da gibt es von so vielen Marken, wie gesagt, ich möchte ja für niemanden jetzt Werbung machen, aber von Aldi, dieses, was die da haben, die finde ich total toll. Ich habe jetzt heute, muss ich gestehen, gab es bei Real in der abgelaufenen Kiste.
Und deswegen habe ich das genommen. Ansonsten hätte ich nämlich auch noch von Aldi diese Chicken Chunks gehabt. Ja, aber das einfach mal ausprobieren. Wenn man ein bisschen offen dafür ist, vielleicht auch bereit ist, umzudenken, dann wird man das mögen, hundertprozentig. Bei mir geht es jetzt mit den Crispy Chicken, die ja das Besondere sein sollen an diesem Rezept, geht es weiter. Ich habe hier 40 Gramm Butter. Die habe ich jetzt schon gerade in der Mikrowelle geschmolzen. Wenn man es jetzt wirklich vegan machen wollte, was natürlich auch möglich wäre, außer, also da müsste man natürlich auf den Parmesan verzichten, dann macht man vielleicht einfach ein bisschen mehr Paniermehl und dann könnte man anstatt der Butter natürlich hier so Margarine nehmen. Ich habe hier meine Chicken-Stücke, wobei es bei mir halt nur Like Chicken ist. Ist aus Soja, deswegen kann ich das leider nicht so oft essen. Vertrage ich einfach nicht gut. Ne? Auch wenn da steht Bio und so, aber Soja ist nichts für mich. Und bei mir sind das dann insgesamt 360 Gramm. Und wie ich sagte, ich habe da ein Schnäppchen gemacht. Läuft morgen erst ab, habe ich vorgestern gekauft. Also bei mir 360 Gramm dieser, ja, Hähnchenstücken, vermeintliche Hähnchenstücke. Das wird hier gut durchgerührt, damit die Butter aufnehmen, damit die nämlich auch gleich die Panade dann gut annehmen. Und die Panade besteht nämlich aus 50 Gramm Parmesankäse, 70 Gramm Paniermehl, ist aber schon ganz schön viel, muss ich sagen, und 30 Gramm Mehl. Also das rühre ich mir schon mal gut durch. Und vermische mir das hier mit dem Hähnchen. Also erstmal die Hälfte. Guck, wie ich das hier. Also wenn das jetzt natürlich rohes Hähnchenfleisch wäre, würde das natürlich besser annehmen. Und ja, wäre das ja schon in kleineren Stücken wahrscheinlich. Aber auch, es geht eigentlich. So. Und jetzt gebe ich das nämlich alles in den Rest hier nochmal rein. Und mische mir das hier alles gut durch, dass die also richtig, ja, paniert sind, um dann crispy zu werden. Nachdem ich mich wieder grandios verschätzt habe und dachte, ach, das packe ich hier schön alles in diese Form, habe ich festgestellt, nein, zu klein. Und ich muss sagen, also bei mir ist die Panade zu viel. Aber bei mir fehlt natürlich auch 140 Gramm, oh, Hähnchen. Deswegen, bei mir hätte es ruhig weniger sein können. Aber wenn ihr 500 Gramm nehmt, egal was, dann wäre die Panade wahrscheinlich okay. Und da ich den Stein hier benutze, mache ich es auf 220 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen und stelle mir 25 Minuten ein, weil eigentlich dieses Hähnchen ist ja bereits gegart und also das ist ja jetzt kein rohes Fleisch. Und deswegen, ich gebe das für 25 Minuten auf 220 Grad in den vorgeheizten Backofen bei Ober-Unterhitze. Und während jetzt diese Chicken Crispy im Backofen sind, will ich jetzt die Soße zubereiten. Und das wandle ich insofern ab, dass in den Kommentaren von diesem Rezept bei Food with Love steht, die Soße wäre ein bisschen wenig gewesen und sie hätten die doppelte Menge gemacht. Und sie wäre halt sehr dünn und deswegen hätten sie es mit ein bisschen Mehl angedickt. Also andere, die es nachgekocht haben. Und das werde ich nämlich auch machen. Also bei mir 200 Milliliter Sahne. Ich hätte eigentlich gerne diese Kochsahne von Oatly genommen, habe ich aber leider nicht da und deswegen ja leider mit normaler Sahne, weil ich da schon den Fehler gemacht habe. Ich mache es doch doppelt. Also 2 Teelöffel Knoblauchpulver, 1 Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer. Das mache ich jetzt natürlich so nach, ja, Augenmaß, weil ich den frisch gemahlenen Pfeffer lieber nehme. Und 80 Gramm Parmesan. Muss ich gleich wahrscheinlich hier wieder das Messer erstmal nochmal freiräumen, weil ja auf dem Messer kann sich das natürlich nicht vermischen. Und 2 Zitronen. Und nachdem ich auch gelernt habe, wie man das richtig bedient, nehme ich ja hier gern meine Zitronenpresse. Und ich gebe jetzt noch Mehl hinzu. Und zwar 10 Gramm. Also, weil das in den Kommentaren so angemerkt wurde, dass das ganz gut wäre.
Und da ich das ja jetzt, also die doppelte Menge habe, passe ich natürlich auch die Kochzeit an. Ich habe das immer noch nicht so verinnerlicht, dass ich hier immer aus der Waage wieder rausgehen muss und so. Das fand ich beim anderen Thermomix wirklich besser. Naja, ich gehe hier auf 8 Minuten, 90 Grad und Stufe 1. Und die Zeit nutze ich auch schon, dass ich mir jetzt Wasser aufsetze, um die Nudeln dann gleich zu kochen. Wobei die bei mir wirklich nur 2 Minuten brauchen, bis die gar sind. Also bei mir sind es jetzt noch 5 Minuten, bis diese Hähnchenstücken fertig sein sollen. Die Soße war schon fertig, da bin ich jetzt einfach nur noch mal auf 75 Grad und auf 0,5 gegangen, damit das einfach warm hält und weiter rührt, also damit es nicht sich ansetzt. Ja, und hier kocht auch gleich das Wasser und dann kommen die Nudeln rein, wie gesagt, 2 Minuten, dann sind die nämlich auch schon fertig und somit, ich bin ja immer nicht gut da drin, also das setzt mich auch mal voll unter Druck, dass so alle Komponenten rechtzeitig fertig werden, aber ich glaube, das hat in dem Fall jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Also, wenn man das hier halt warm hält. Und wie immer werde ich die Soße nicht mit den Nudeln sofort vermischen, weil ich werde davon 2 Tage essen und dann mag ich das nicht, wenn die Nudeln schon die ganze Soße so einsaugen und dann sind die immer so tröge am nächsten Tag. Deswegen, bei mir wird das getrennt aufbewahrt und auch getrennt dann warm gemacht und wieder zusammengekippt sozusagen. Also das Wasser ist hier sprudelnd, kochend, ist natürlich auch schon gut gesalzen und die Nudeln gehen jetzt hier rein. Und wie immer gucke ich hier auf die Uhr, damit das auch passt. Aber natürlich wird hier auch immer gut durchgerührt, dass die nicht aneinander kleben. Das wäre ja auch nicht so fein. Und die Fleischstücken, die sind auch schon, da habe ich jetzt den Backofen ausgemacht. Ich habe mich genau an die Zeit gehalten und da klebt einfach die Panade nicht so gut an diesen Stücken dran. Das ist natürlich bei Hähnchenfilet würde das besser klappen, aber damit kann ich sehr gut leben, also dass es jetzt so ist. Und nun sind die 2 Minuten rum und ich probiere es hier an einem kleinen Stückchen. Super. 2 Minuten genau richtig. Und jetzt geht's ans Probieren. Und ich muss wirklich sagen, also das kann ich schon mal sofort sagen, hätte man die normale Menge Soße gemacht, das wäre wirklich viel zu wenig gewesen. Also ich mag ja sowieso gern ein bisschen mehr Soße. Das wäre wirklich zu wenig gewesen. Ich muss sagen, ich habe ja auch 500 Gramm also ich habe mehr als 500 Gramm Nudeln gemacht, denn es waren ja alleine 500 Gramm Semola. Aber trotzdem, das wäre wirklich viel zu wenig Soße gewesen. Deswegen, ich bin sehr glücklich, die doppelte Menge gemacht zu haben. Die Soße ist schon mal ganz grandios. Die Nudeln natürlich auch, aber die kenne ich ja. Die werden bei mir ja immer gut. Und jetzt will ich das aber natürlich mit dem Crispy Chicken oder bei mir Like Chicken. Und auch das ist super. Das ist auch eine richtig große Menge geworden. Also da kann ich auf alle Fälle 2 Tage von essen. Und ich finde die wirklich super. Also jetzt, wenn man es mal so, das ist wirklich richtig crispy. Das ist durch und schmeckt super. Also bei mir ist ja immer jeder vorgewarnt, weiß ja, dass es hier kein Fleisch gibt. Aber ansonsten bin ich mir sicher, das wäre hier, also ich hätte damit jemanden täuschen können, was ich ja nicht will. Weil jeder soll da für sich entscheiden und soll nach seinem Geschmack entscheiden oder nach seinem Gewissen. Und bei mir kann ich sowohl Gewissen als auch Geschmack sehr gut mit diesem Essen jetzt hier vereinbaren und ja, auch wenn es Parmesan drin ist, ja gut. Also Parmesan ist das Einzige, was jetzt hier... Naja, und die Sahne, weil ich leider die Oatly nicht da hatte, von der ich so begeistert bin. Da schon mal auf meinen Einkaufszettel morgen wieder kaufen. Da ist immer das Problem, ich kaufe sowas immer auf Vorrat. Und die ist halt in der Kühlung und so Sahne ist halt immer lange haltbar. Ne? Ja, aber umdenken, wo immer es geht und deswegen...
ich bin ganz glücklich mit meinem Essen. Und jetzt kommt doch die Sonne raus, wo ich heute Morgen gefroren habe. Ja. Oder wegen des warmen Essens steigt immer richtig die Hitze hoch. Aber ich lasse mir jetzt richtig schmecken. Und das ist wirklich ein angemessenes Sonntagsessen. Also, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.